Tagesordnungspunkt 25, Punkte 25a und 25b rufe ich zur gemeinsamen Beratung auf. Hier liegen drei Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes und Gesetzentwurf zur Reform der Grundsteuer. Hier liegen vier Wortmeldungen vor. Wir beginnen mit Herrn Senator Dr. Kulatz aus Berlin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nach dem heute geltenden Recht richtet sich die Höhe der Grundsteuer nach dem Wert des Grundstücks einschließlich Gebäude. Das soll auch so bleiben und das ist auch der richtige Ansatz, weil der Wert von Grundstück und Gebäude eingeht. Was sich ändert, sind die Kriterien, nach denen der Wert sich bemisst und das zeigt auch der Blick in die Vergangenheit. Denn im geltenden Recht wird unterschieden zwischen Holzfachwerkbauten mit Lehmausfachung und Kalksandsteinmassivbauten. Bei Altbauten wird differenziert nach Baujahr vor 1895, zwischen 1895 und 1899, zwischen 1900 und 1904 und so weiter. Häuser mit Baujahr zwischen 1924 und 1948 werden als Neubauten besteuert. Und Nachkriegsbauten ab 1948 sind alle in einer Kategorie. Ich war da noch nicht geboren. Der Wert einer Wohnung nach altem Recht hängt davon ab, ob es ein Innen-WC gibt oder nur eins im Treppenhaus, ob es fließend warmes Wasser gibt und so weiter. Es ist völlig klar, dass sich nach den Maßstäben von 1964 bzw. 1935, das gilt für Ostdeutschland, die Wertunterschiede heutiger Gebäude nicht mehr abbilden lassen. Kriterien, mit denen im Jahr 1964 oder 1935 hochwertige Wohnungen von billigen sich unterscheiden ließen, sind überholt. In Berlin gilt zudem die nicht hinnehmbare Sondersituation, dass wir manchmal in einer Straße vier verschiedene Steuerregime haben. Im Westen die ursprüngliche Bewertung nach dem Schwarzen Kreis nach 1964 sowie die Neubewertung bei Gebäuden, die zum Beispiel nach der Wende im ehemaligen Mauerrandstreifen entstanden. Im Osten die ursprüngliche Bewertung von 1935 und die Neubewertungen von Gebäuden, die im östlichen Mauerrandstreifen entstanden. Sie können sich das alle vor Ort anschauen. Das ist der wesentliche Grund, weshalb das Bundesverfassungsgericht die Anwendung dieser Kriterien als verfassungswidrig verworfen hat. Die tatsächlich existierenden Wertunterschiede werden nicht mehr abgebildet. Die Ergebnisse sind nicht sachgerecht und mitunter eher zufällig. Der Gesetzentwurf des Bundes unterscheidet den Wert nach völlig einfachen, zeitgemäßen und auch nachvollziehbaren Kriterien. Die Größe des Grundstücks, die Größe der Wohnfläche, der Bodenrichtwert und das Baujahr. Vier Zahlen müssen in eine Steuererklärung eingetragen werden und es muss darüber hinaus als fünftes Merkmal ein Kreuz gesetzt werden. Steht auf dem Grundstück ein Einfamilienhaus, ein Zweifamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus? Wer da von einem Bürokratiemonster spricht, will damit vielleicht kleine Kinder erschrecken, aber das geht an der Realität vorbei. Vier Zahlen und ein richtig zu setzendes Kreuz sind kein Bürokratiemonster. Die restlichen Rechenoperationen werden in einer sich immer mehr digital aufstellenden Verwaltung von Computern ermittelt. Diskussionen über diese Reform gibt es in Westdeutschland bereits seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da war ich nun schon geboren. Ausgangspunkt jeder Überlegung war, dass das Aufkommen nicht erhöht wird. 14 Länder haben 2016 einen Gesetzentwurf beschlossen, der schon längst in Kraft sein könnte. Auch hier stand selbstverständlich die Setzung am Anfang, dass sich das Aufkommen nicht erhöhen sollte. Das habe ich auch in der aktuellen Diskussion von Anfang an für Berlin, auch hier im Bundesrat erklärt. Und trotzdem sind manche durchs Land getingelt und haben von Steuererhöhungen geredet. Das war von Anfang bis Ende nicht redlich. Wenn ein einzelner Faktor in der Rechnung sich zum Beispiel verzehnfacht, und das kann durchaus passieren, es kann zum Beispiel sein, dass der Grundstückswert sich verzehnfacht, dann kommt hinten trotzdem das Gleiche raus, wenn ein anderer Faktor auf ein Zehntel verringert wird, zum Beispiel die Messzahl. Und genau das ist der Ansatz in dem Gesetzentwurf. Also es muss Ihnen allen klar sein, dass immer dort, wenn es einen Gewinner gibt, der weniger zahlt, gibt es auf der anderen Seite einen Verlierer, der genauso viel mehr zahlt, aber eben auch nicht mehr. Deswegen ist das alles überschaubar. Und die Anpassung der Hebesätze in den einzelnen Kommunen
wird zur Feinkorrektur genutzt werden. Nach den Modellrechnungen wird das zum Beispiel in unserem Bundesland dazu führen, dass wir eine deutliche Hebesatzsenkung sehen werden. Jede Bürgerin, jeder Bürger kann nachvollziehen, ob das Aufkommen gleich bleibt oder nicht. Es handelt sich also definitiv nicht um eine Steuererhöhung. Wenn die Wertunterschiede zwischen den Gebäuden bislang eher zufällig, künftig aber ziemlich genau abgebildet werden, gibt es eben diese Gewinner und Verlierer. Und genau das war das, was das Bundesverfassungsgericht uns aufgegeben hat. Die Wertverhältnisse sollen abgebildet werden. Es war jetzt auch viel die Rede von Pauschalierung und Vereinfachung. Das ist ja auch immer erstmal ein richtiger Ansatz. Bei vielen dieser Vorschlägen war aber gemeint, dass wertvolle Wohnungen weniger und einfache Wohnungen mehr besteuert werden. Und da sage ich für das Land Berlin, das wollen wir genau nicht. Wir wollen, wenn das Aufkommen gleich bleibt, dass sich die Wertunterschiede durchaus ausdrücken, weil nämlich dann die Menschen in den einfachen Wohnungen nicht mehr zahlen wie in den scheinbar so einfachen pauschalierten Modellen, sondern weniger zahlen. Und umgekehrt ist es durchaus gerechtfertigt, dass diejenigen, deren Schultern mehr Lasten tragen können und die vielleicht deswegen auch in prächtigen Bauten leben, etwas mehr zahlen. Und insofern, wenn man es in einem Satz haben will, ich finde es richtig, wenn für eine Villa bei gleicher Wohnfläche mehr Grundsteuer fällig wird als für eine Plattenbauwohnung. Das angeblich so einfache Flächenmodell geht dort einen anderen Weg. Das finden wir nicht gerecht und deswegen werden wir es auch in Berlin nicht umsetzen. Ich bin froh, dass der Gesetzentwurf des Bundes die Wertunterschiede abbilden will. Und ich glaube auch, dass er ein richtiges Verfahren gewählt hat. Ich glaube auch, dass es ein einfaches Verfahren ist. Ich habe schon über die vier Zahlen und das Kreuz gesprochen. Wer Geschäftsgrundstücke hat, wird in Zukunft das übrigens alles, wie auch bisher, seinem Steuerberater geben. Daran ändert sich auch nichts und der wird auch in dieser einfachen Form damit umgehen können. Noch ein Thema zum Finanzkraftausgleich. Es gibt dazu eine eindeutige Formulierung im Gesetz. Kein Land kann und wird sich an den anderen Bereichen, in dem es eine Öffnungsklausel zieht, alle Zahlen, die für die Berechnung nach Bundesrecht erforderlich sind, hat die öffentliche Verwaltung bereits und übrigens auch bereits jetzt in jedem Land. Sie müssen nur zusammengetragen werden. Niemand hat in den letzten Jahren deutlicher darauf hingewiesen als das Bundesland Berlin, dass die nötigen Computerprogramme schnellstmöglich erstellt werden müssen. Wir brauchen keine Grundgesetzänderung, um das bisherige Recht verfassungskonform zu reformieren. Wer aber eine Grundgesetzänderung für eine Öffnungsklausel will, sollte auf jeden Fall einen Eindruck vermeiden, dass dadurch der ausgewogene Kompromiss im Länderfinanzausgleich aufgekündigt wird. Solche Diskussionen haben keine Gewinner, weder hier noch im Vermittlungsausschuss. Eine bundeseinheitliche gerechte Grundsteuer, bei der am Ende das gleiche Aufkommen herauskommt, die Aufkommensneutralität gilt, das ist das Ziel und das ist die Verpflichtung, die wir in dem Gesetzentwurf sehen. Wir halten den Gesetzentwurf der Bundesregierung für eine taugliche Grundlage. Vielen Dank. Besten Dank. Als nächstes spricht Herr Minister Hilbers aus Niedersachsen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht hat bekanntlich am 10. April 2018 entschieden, dass die bisherigen Vorschriften zur Erhebung der Grundsteuer verfassungswidrig sind. Die Regeln zur Bewertung von Grundstücken und Gebäuden sind demnach nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar, da sie zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen führen. Das Oberste Gericht hat weiter entschieden, dass spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen ist. Vor diesem Hintergrund ist es gut, dass die Bundesregierung zwar erst im Juni 2019, aber gerade noch rechtzeitig Gesetzentwürfe zur Reform der Grundsteuer und des Bewertungsrechts sowie Änderung des Grundgesetzes beschlossen hat. Um an dieser Stelle deutlich zu sagen, wir brauchen die Grundsteuer, wir brauchen für die Grundsteuer ein Bundesgesetz. Daher kann ich im Namen der niedersächsischen Landesregierung sagen, dass wir es ausdrücklich begrüßen, dass es jetzt entsprechende Gesetzentwürfe für eine bundesgesetzliche Reform der Grundsteuer gibt. Wir stimmen diesem Ansatz nachdrücklich zu und werden ihn auch im weiteren Gesetzgebungsverfahren konstruktiv begleiten. Wir sind uns alle einig, Ziel der Reform ist eine verfassungsfeste und gerechte Neuregelung, bei der das Gesamtaufkommen aus der Grundsteuer insgesamt gleich bleibt und in den Kommunen mit fast 15 Milliarden Euro jährlich eine wichtige Einnahmequelle sichert. Als konjunkturunabhängige Steuerart
gibt sie den Gemeinden darüber hinaus ein erhebliches Maß an Planungssicherheit, das für die Wahrnehmung ihrer vielfältigen Aufgaben auch benötigt wird. Stabil und gesichert ist das Aufkommen auf die Dauer, allerdings nur, wenn es uns gelingt, die Grundsteuerreform verfassungsfest auszugestalten und auf diese Weise eine mehr Jahrzehnte währende Debatte mit immer neuen Reformanläufen und politischen Hängepartien zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass der Gesetzgeber die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer zwar weiterhin an den Werten, auch an den Verkehrswerten festmachen darf, dass der dies aber auch keineswegs muss. Und wenn er es tut, dass es konsequent und folgerichtig sein muss. Der vorgelegte Gesetzentwurf hat einen wertorientierten Ansatz. Das heißt, der Maßstab für die Grundsteuer ist vom Prinzip her der Verkehrswert des Grund und Bodens sowie der Verkehrswert der Gebäude. Dieser Ansatz ist administrativ sehr aufwendig gestaltet, insbesondere bei den gewerblichen Objekten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Grundsteuerreform soll zu einer möglichst einfachen und gerechten, für Bürgerinnen und Bürger und Wirtschaft nachvollziehbaren und für die Verwaltung handhabbaren Grundsteuer führen. Um dies zu erreichen, sehen wir in jedem Fall noch einigen Veränderungsbedarf. Deshalb hat Niedersachsen gemeinsam mit anderen Ländern Änderungsanträge in den Finanzausschuss eingebracht, deren Hauptanliegen die Vereinfachung ist. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle in diesem Zusammenhang die im Gesetzentwurf vorgesehene zu weitgehenden Verschiebungen des Hauptfeststellungszeitpunkts vom 01.01.2020 auf den 01.01.2022 führenden Regelung. Richtig wäre eine Verschiebung auf den 01.01.2021. Warum? Ein Hauptfeststellungszeitpunkt am 01.01.2022 beeinträchtigt die administrative Umsetzung der Neuregelung durch die Finanzverwaltung der Länder und durch die Kommunen in erheblicher Weise. Denn die maßgeblichen Bodenrichtwerte vom 01.01.2022 stehen zu Beginn der Erklärungsannahme ab dem Januar 2022 noch nicht zur Verfügung. Die vom 01.01.2021 dagegen sind in 2022 bekannt. Die Umsetzung würde sonst somit vom 01.01.2022 um etliche Monate verschoben werden. Dagegen ist nach Auffassung der Kommunalen Spitzenverbände für die Kommunen ein Jahr Vorlauf zwingend erforderlich, um auf Basis der neuen Grundsteuermessbeträge die Hebesatzanpassung zur Wahrnehmung der Aufkommensneutralität vorzunehmen. Die Messbeträge müssten deshalb gleich zu Beginn des Jahres 2024 bei den Kommunen vorlegen. Und diese Planung wird gefährdet, wenn die Daten erst im Verlauf des Jahres 2022 eintreffen. Eine Festlegung des Hauptfeststellungszeitpunkts auf den 01.01.2021 dagegen würde diesen Zeitplan sichern, da die Werte 2021 sogleich zu Beginn der Erklärungsannahme in 2022 zur Verfügung stehen. Dies ist unverzichtbar. Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund der Komplexität des Bundesmodells ist es sehr zu begrüßen, dass eine Länderöffnungsklausel vorgesehen ist. Niedersachsen wird sorgfältig prüfen, ob und in welcher Form davon Gebrauch gemacht werden kann. Wie ich noch einmal hervorheben möchte, ist innerhalb der niedersächsischen Landesregierung noch keine Entscheidung über die Inanspruchnahme der Länderöffnungsklausel getroffen worden. Im Hinblick auf die Länder, die eine Abweichung anstreben und erwägen, ist allerdings wünschenswert, dass sich mehrere Länder auf eine Abweichungsalternative verständigen. Die Betonung liegt hier auf eine. Wir sollten einen Fleckenteppich schon aus administrativen Gründen im Modellansatz versuchen zu vermeiden und ein Modell zu wählen und es dann länderspezifisch vielleicht weiter auszugestalten. Im niedersächsischen Finanzministerium haben wir deshalb auf dieser Grundlage ein Flächenlagenmodell entwickelt. Es setzt auf dem Flächenmodell auf und ergänzt es um den sogenannten Lagefaktor. Dies bewahrt einerseits den großen Vorteil des Flächenmodells in seiner Einfachheit und seiner leichten praktischen Umsetzung, schafft darüber hinaus ein Mehr an Gerechtigkeit. Meine Damen und Herren, ein weiterer Aspekt, den ich ansprechen möchte, betrifft das Thema Länderfinanzausgleich. Weil die Grundsteuerreform weder der Bereicherung noch der Entlastung einzelner Länder im bundesstaatlichen Finanzausgleich dienen soll, ist hierfür eine Regelung erforderlich. Der vorliegende Gesetzentwurf besagt, dass der Neuregelung des § 8 Finanzausgleichsgesetz, dass das Bundesmodell bei der Bestimmung der Finanzkraft der Grundsteuer im bundesstaatlichen Finanzausgleich zwingend zur Grundlage zu legen ist, und zwar auch in jenen Ländern, die das Bundesmodell gar nicht anwenden.
weil sie von der Öffnungsklausel eben Gebrauch machen. Das kann so nicht sein, meine Damen und Herren. Allein für den bundesstaatlichen Finanzausgleich wäre dann eine Schattenrechnung nach Maßgabe des Bundesmodells durchzuführen. Das wäre den Bürgerinnen und Bürgern ganz sicher nicht vermittelbar, wenn künftig zwei Steuererklärungen abgegeben werden müssten. Eine reale, mit der die Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer ermittelt wird, und eine aufwendige, weitere, ausschließlich fiktive Berechnung zur Bestimmung der Finanzkraft im bundesstaatlichen Finanzausgleich. Das wäre inakzeptabel für das Verfahren. Auf diese Art und Weise würde die Öffnungsklausel nach meinem Dafürhalten ausgehebelt werden und unterlaufen werden. Hier muss also eine praktische Lösung zur Umsetzung für die Zeit ab 2025 gefunden werden, die eine angemessene und gerechte Lösung im Rahmen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs schaffen kann. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank. Und als Nächstes spricht Herr Minister Mayer aus Mecklenburg-Vorpommern. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, eins ist, glaube ich, klar, die Grundsteuer muss bleiben. Und unsere gemeinsame Aufgabe ist es, die rechtssicher und verfassungsfest zu machen. Es wurde ja schon darauf hingewiesen, aber erlauben Sie mir die Anmerkung, es ist kein gutes Zeugnis für uns alle, wenn das Bundesverfassungsgericht uns zum wiederholten Male auffordert, entsprechende Dinge zu tun. Und meine Damen und Herren, noch so bedauerlicher ist es, wenn wir über etwas reden, was an dieser Stelle noch nicht gesagt worden ist, dass es bei der Grundsteuer vor allen Dingen um die finanziellen Existenzgrundlagen der Kommunen in Deutschland geht. Und fällt diese Einnahmequelle weg, dann geht in manchen Gemeinden wortwörtlich das Licht aus. Für Bund und Länder ist damit die Aufgabe klar. Wir müssen uns dieser Verantwortung stellen. Wir müssen sie wahrnehmen. Und meine Damen und Herren, es war im Vorfeld ein langes Ringen um ein Modell, das jetzt nahezu alle Länder mittragen können. Und ich bedanke mich ausdrücklich beim Bund, dass er dieses Modell vorgelegt hat, über das wir heute abstimmen. Das war mit harten Zugeständnissen verbunden. Das gilt für das Land Mecklenburg-Vorpommern besonders. Aber wir stehen eindeutig dazu, dass wir ein wertabhängiges Modell brauchen, das sich am bestehenden System orientiert. Und meine Damen und Herren, damit machen wir die Grundsteuer einfacher, nachvollziehbarer, aber vor allen Dingen gerechter. Und das war letztendlich auch das Ansinnen, das wir hier mit dem Bundesmodell vorliegen haben. Und für diesen Kompromiss, den wir auf Länderseite mit dem Bund geschlossen haben, haben wir in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel etwas in Kauf genommen, was wir eigentlich nicht brauchen, nämlich eine Länderöffnungsklausel. Das haben wir, das gebe ich gerne zu, zähneknirschend gemacht, und zwar im Interesse eines Gesamtkompromisses. Ich habe schon darauf hingewiesen, das oberste Ziel ist, dass die Grundsteuer erhalten bleiben muss. Und ich sage das an der Stelle ausdrücklich auch in diesem föderalen Gremium, weil natürlich immer die Gefahr besteht, dass wir einsteigen in den Ausstieg aus einer bundeseinheitlichen Besteuerung, dass wir das Erfolgsmodell des solidarischen Bundesstaates natürlich ein wenig gefährden, indem wir eine Hintertür aufmachen zu mehr Wettbewerb. Wettbewerbsföderalismus ist immer wieder diskutiert worden, auch in der Föderalismusreform. Am Ende hat man sich auf das Erfolgsmodell verständigt, das wir heute haben. Insofern sage ich, an der Stelle wäre den Anfängen, denn wir werden ja noch viel darüber diskutieren, wie diese Öffnungsklausel am Ende des Tages tatsächlich von einzelnen Ländern genutzt werden soll. Wichtig ist, Herr Hilbers, ich nehme das gerne auf, wenn schon eine Öffnungsklausel, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, dass sich alle Länder, die abweichen, auf ein Modell verständigen, damit wir insgesamt die Landschaft der Grundsteuer in Deutschland einfach und übersichtlich halten, meine Damen und Herren. Aber eine Bedingung ist für Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube auch für andere Länder, ganz entscheidend. Wir dürfen keine neuen Verwerfungen beim Länderfinanzausgleich bekommen. Das hat der Bund, darauf ist schon hingewiesen worden, eindeutig durch seine bundesgesetzliche Regelung vorgesehen. Und daran, meine Damen und Herren, darf auch durch die Öffnungsklausel am Ende des Tages nicht gerüttelt werden. Wir haben versucht, das nochmal abzubilden beim Thema Schattenberechnung für diejenigen Länder, die dort abweichen. Wir haben festgestellt, dass wir für unseren Vorschlag zunächst keine Mehrheit haben. Deswegen werden wir unseren Antrag auf Drucksache 354
2019 zurückziehen. Aber ich sage an der Stelle deutlich, wir haben da noch gewisse Aufgaben zu lösen bis zum zweiten Durchgang, gemeinsam mit dem Bund uns dem Thema zu stellen, wie tatsächlich die Wirkung auf den Länderfinanzausgleich so gerecht auf Basis des Bundesmodells abgebildet werden können, und zwar für alle Länder, meine Damen und Herren. Zwei Themen will ich zum Schluss noch kurz ansprechen. Das Thema Aufkommensneutralität ist hier schon genannt worden. Es wird nicht im eigentlichen Sinne aufkommensneutral für jeden Einzelnen sein, sondern wir müssen bei einem werteabhängigen Modell als Politik auch klar darüber sprechen, dass es nicht insgesamt in einer Kommune mehr Einnahmen geben wird, aber dass die Verteilung anders sein wird. Sie wird gerechter sein, aber hier muss die Politik auch klar sprechen und kann nicht jedem Einzelnen versprechen, dass sich nichts ändert. Ja, es ist gewollt bei einem wertabhängigen Modell, dass sich die Berechnungen entsprechend verändern und damit, meine Damen und Herren, natürlich auch die Belastung. Letzte Bemerkung. Die technische Umsetzung der Reform wird anspruchsvoll sein. Das bekommen die Länder nur gemeinsam mit dem Bund zusammen hin. Und ich will an der Stelle auch noch mal sehr deutlich darauf hinweisen, dass wir dem Freistaat Bayern dafür danken, dass er diese Berechnung übernimmt. Dieses solidarische Prinzip im Föderalismus, einer für alle, auch an dieser Stelle sehr hilfreich ist. Aber, meine Damen und Herren, ich sage noch mal, auch gerade mit Blick auf die Wirkung zum Länderfinanzausgleich, es gibt noch einiges zu tun bis zum zweiten Durchgang. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der letzte Redner ist Herr Senator Dr. Tressel aus Hamburg. Für diesen Tagesordnungspunkt der letzte Redner. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in der Tat ist es eine gute Nachricht, dass es diesen Gesetzentwurf der Bundesregierung gibt, dass wir eine große Chance haben, jetzt auch eine Sicherstellung der kommunalen Finanzausstattung hiermit zu erreichen. Aus Sicht der Freien Hansestadt Hamburg berücksichtigt er wahrlich nicht alle Vorschläge, die auch wir in die Debatte eingebracht haben, weil wir in der Tat eine Metropole sind, die auch durchaus unter sehr dramatischen Immobilienpreissteigerungen im Moment auch zu leiden hat. Und insofern hätten wir uns hier ein bisschen mehr Abmilderung der Wertorientierung vorstellen können. Dafür gab es entsprechend keine Mehrheit. Trotzdem sagen wir, wir tragen dieses Ergebnis mit, weil es eben auch um so viel für die deutschen Kommunen geht. Insofern, es gelingt uns auf diesem Wege auch bis zum Verfassungsgericht gesetzten Frist zum 31.12. eine Neuregelung zu erreichen. Hamburg wird sich auf diesem Weg auch konstruktiv einbringen. Ich will in dem Zusammenhang sagen, weil das ja auch hier differenziert eben zum Ausdruck gekommen ist, dass wir den Teil des Kompromisses, der sich darum dreht, auch eine Länderöffnungsklausel vorzusehen, das ist ein Teil des Kompromisses, aber gerade um auf differenzierte Situationen Rücksicht zu nehmen in den Ländern und Kommunen und gerade in den Metropolen, ist das aus unserer Sicht ein guter Teil des Kompromisses. Und jetzt geht es darum, wie gestalten wir diese Öffnungsklausel aus? Wie kann sie einen Weg geben, auch genutzt werden zu können? Und das möchte ich hier auch noch mal deutlich betonen. Eine Öffnungsklausel, die nachher praktisch keine Anwendung finden kann, ist schwierig und ist auch verfassungsrechtlich schwierig. Wenn man eine Öffnungsklausel auf der Ebene des Grundgesetzes einführt, dann muss es möglich sein, sie auch entsprechend zu nutzen. Und eine Situation, und auch das müssen wir uns ja sehr praktisch vor Augen führen, sonst sind ja einige Finanzminister hier heute im Raum, dass wir später zwei Erklärungen an die Steuerpflichtigen schicken, sozusagen eine für diejenigen, die dann die Steuerpflicht, die bezahlt werden muss, und einen zweiten Zettel sozusagen nochmal für Zwecke des Länderfinanzausgleichs. Da stellen sich viele Fragen, ob das überhaupt eigentlich zulässig ist und. Insofern auch das Plädoyer, was Kollege Mayer eben auch gesagt hat, würde ich gerne auch aufgreifen. Wir müssen die Zeit bis zum zweiten Durchgang sehr intensiv nutzen, mit dem BMF gemeinsam zu überlegen, wie kann ein Weg aussehen, diese Frage des Länderfinanzausgleichs, die Öffnungsklausel auch so zu gestalten, dass sie praktisch vernünftig nutzbar ist, und zwar ohne, dass es Verwerfungen im Länderfinanzausgleich gibt. Ich sage das auch ausdrücklich für die Freien Hansestadt Hamburg. Wir wollen daraus keinen Vorteil ziehen, aber wir wollen auch keinen Nachteil ziehen, und es muss so gestaltet werden, dass es nachher praktisch durchführbar ist. Das ist der eine Punkt, der uns ganz besonders wichtig ist.
Der zweite Punkt betrifft die Frage, auch ist auch eben schon angesprochen worden, wie die praktische Umsetzung sein wird in den nächsten Jahren. Das wird uns alle in Bund und Ländern und Kommunen vor eine ganz erhebliche Herausforderung stellen und das in einer Phase, wo wir, glaube ich, überall in den Steuerverwaltungen mit Nachwuchsproblemen auch zu kämpfen haben. Und wir wollen ja nicht eine Situation haben, wo wir in diesen Jahren an anderen Stellen im Steuervollzug Abstriche machen, weil wir die Grundsteuer umsetzen müssen. Und deswegen war unser Plädoyer auch in den gesamten Beratungen, dass wir versuchen, ein Bündnis für die Steuerverwaltung zu schmieden, wo der Bund uns hilft. Kommt gar nicht darauf an, dass wir jetzt jeden Cent vom Bund ersetzt bekommen, aber ich glaube, ein bisschen Unterstützung tut Not auf dieser Stelle, dass wir überlegen, wie wir im Bereich der IT-Verfahren uns vernünftig unterstützen können, dass wir unsere Nachwuchsstrategien aufeinander auch abstimmen, dass nicht der eine dem anderen den dringend benötigten Nachwuchs für die Steuerverwaltung sozusagen abfischt. Da gibt es viele Themen und dazu würden wir auch Sie sehr gerne einladen wollen, in dieser Phase bis zum zweiten Durchgang einen Weg zu finden, wie wir gemeinsam ein Bündnis für die Steuerverwaltung schmieden können. Denn das sage ich an dieser Stelle auch. Ohne die Steuerverwaltung wäre es doch schwierig, unser Staatswesen in Bund, Ländern und Kommunen zu gestalten. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Besten Dank. Es wurden mehrere Erklärungen zu Protokoll gegeben. Herr Minister Untersteller aus Baden-Württemberg, Herr Staatsminister Dr. Hermann aus Bayern, Herrn Senator Strehl aus Bremen und Herrn Minister Prof. Dr. Hoff aus Thüringen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. Und zwar beginnen wir zunächst mit Top 25a. Zu der Grundgesetzänderung empfehlen die Ausschüsse, keine Einwendungen zu erheben. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist eine Mehrheit. Dann ist das so beschlossen. Nun kommen wir zum Tagesordnungspunkt 25b. Hierzu liegen Ihnen die Ausschussempfehlungen vor. Der Landesantrag wurde zurückgezogen. Zur Einzelabstimmung rufe ich auf die Ziffer 2. Das ist eine Mehrheit. Damit entfällt die Ziffer 3 und wir kommen zur Ziffer 4. Auch das ist eine Mehrheit. Damit entfällt die Ziffer 7. Wir kommen zur Ziffer 11. Entschuldigung. Ich habe eins übersehen, das war zu schnell. Rückwärts bitte Ihr Handzeichen für die Ziffer 6. Ja, das ist eine Mehrheit. Damit entfällt die Ziffer 7. Jetzt kommen wir zur Ziffer 11. Das ist eine Minderheit. Wir kommen zur Ziffer 13. Auch das ist eine Minderheit. Ziffer 12. Das ist eine Mehrheit. Das ist eine Mehrheit. Weiter geht es mit der Ziffer 14. Ist das eine Mehrheit? Bitte nochmal Handzeichen hoch. Ja, das ist eine Mehrheit. Weiter geht es mit der Ziffer 15. 15, Hand hoch. Das ist eine. Wir sind nicht ganz sicher. Bitte nochmal, vielleicht auch Nachzügler. Bitte dann doch nochmal die Ziffer 15 und die Hand lange oben lassen, weil es so knapp ist. Das ist eine Mehrheit. Wir kommen zur Ziffer 16. Das ist eine Mehrheit. Weiter geht es mit der Ziffer 18. Das ist eine Minderheit. Und die Ziffer 19, bitte. Das ist eine Mehrheit. Wir kommen zur 20. Auch das ist eine Mehrheit. Damit entfällt die Ziffer 21. Wir kommen zu 23. Eine Minderheit. Ziffer 26. Das ist eine Mehrheit. Jetzt bitte noch Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten Ziffern der Ausschussempfehlungen.
Das ist eine Mehrheit. Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung.